Jetzt hört ihr mich. Hallöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Spider-Man in der Remastered Edition. Wir haben die Story-Revierkämpfe abgeschlossen. Das nächste Abenteuer geht weiter bei Silver Lightning. Wir schauen jetzt nochmal eben auf die Map. Haben wir hier jetzt noch irgendwas Großes, was wir machen können, müssen? Warte, ich glaube, ja, wir kriegen erst neue Sachen freigeschaltet. Spider-Armor. Schauen wir uns mal an. Jetzt rennen wir. Oder immer noch nicht? Ja, jetzt rennen wir. Guck mal, hier sind noch ein paar Sachen, die man freischalten kann. Sollen wir sie einfach skippen? Ich glaube nicht, oder? Wir machen es eben. Ich denke, wir machen es eben. So, wir haben eine neue Rüstung bekommen. Schauen wir mal nach welche. Die hier. Oh, sieht ein bisschen aus wie Iron Man. Iron Spider Armor. Oh. Die sieht nice aus. Das ist noch ein anderer Comic Spider-Man. Dann müssen wir das hier wahrscheinlich auf 100% machen. Dann kriegen wir den. Das reizt mich aber jetzt ein bisschen. Gibt es hier viele Revierkämpfe? Ne, eigentlich nicht. Aber es ist halt mit Arbeit verbunden. Ne? Also ganz ohne geht es halt auch nicht. Ah ja. Oh, guck mal, sogar die Füße. Das irritiert mich jetzt. Ich will fliegen. Dann mal los! MJ, ich bin in einem der Hammerhead-Geschäfte. Sieht aus wie eine Brennerei, aber das ist nur Tarnung. Ich würde auf Schmuggel tippen. Illegale Waffen oder schicke Gangsterhüte. Du meinst Fedoras? Ich glaube, das wäre fast schlimmer als Waffen. Sag Bescheid, was du findest. Fedoras, genau. Er hat sie mit dem Netz erwischt! Und hepp. In der Luft! Hepp. Oh. Und hepp. Und hepp. Alkohol im Dienst? Ich muss euch alle der Personalabteilung melden. Wo ist der Dicke? Den will ich haben. Nicht einspinnen lassen! Ach, der jetzt, weißt du. Du da oben, ne? Du nervst ein bisschen. Kann das sein? Was ist das denn? Rippa. Spider-Man, tötet ihn, bevor er die Drucker zerstört! Schmeißt ihr hier auch mal Partys? Wie solltet ihr wirklich Partys schmeißen? Nerv ihn nicht rum. Nerv hier nicht rum, du. Und. Das war ein Spider-Man-Lied, oder? Was macht der für ein Geräusch? Der Kingpin, ah. Lasst uns unserer Wirtschaft nicht weiter schaden, Jungs! Mach ihn fertig! Da, passt es gerade? Oh klar, gar kein Problem! Ich habe die Datei aus dem Hammerhead-Laden entschlüsselt. Sag's mir nicht! Hammerhead Babyfotos? Hatte er schon immer diesen komischen Kopf oder kam das später? Juri, warum sollte Hammerhead sich für Sie interessieren? Man kann nicht alles lesen.
Watanabes erster großer Erfolg war die Zerschlagung eines Magier-Dealer-Rings. Sie hatte schon immer ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen. Sie war also immer hinter der Magier her. Aber warum? Ich bin nicht sicher. Aber irgendwas steckt dahinter. Ich lege jetzt auf. Wir haben noch Arbeit. Aua! Ihr Vögel! Trips Action. Aua. Aua. Geht's dir gut oder was los? Oh. Alter. So Raketenwerfer, die so komischen Scheiße schießen hier, ne? Wollt ihr mich verarschen? Wo kommt ihr denn her? Jetzt auf mit deinem scheiß Raketenwerfer, ehrlich, ey. Mann, ey. Das war ein harter Kampf. Das kann ich euch sagen. Puh, die Dämpfe machen mich fertig. Ich muss ins Büro, bevor ich ohnmächtig werde. Da führe eine 85 Trefferkombo aus. Ich bin froh, dass ich überlebt habe. So, was sollen wir hier finden? Kein Geld, kein Bier, aber Bücher, die die Geldfälschung beweisen. MJ, ich habe Hammerheads Schläger erledigt. Sie haben in diesem Laden Geld gedruckt. Und ich habe noch eine verschlüsselte Datei. Das ist toll, Peter. Das hilft mir alles. Und ich mache mich sofort an die Datei. Danke, MJ. Sehr schön. Ja, da unten laufen noch Menschen drin rum. Habt ihr gesehen? Guck mal da. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal, dass da auch Menschen laufen. Ach, das war die Spiegelung, lol. Da waren gar keine Menschen, da war Spiegelung. Spider-Man, mach ein Netz. Nein! Ein Vogel.
Fall mit Magia-Beteiligung. Hey Leute! Zeit für eine ganz besondere Folge! Seid ihr bereit? Habt ihr Snacks? Haltet Snacks bereit! Dank des Trojaners, den ich in deinen Anzug eingeschleust habe, kannst du nur zwei deiner Geräte einsetzen. Keine Cheatcodes! Na dann. Oh, mein Lieblingskombi. Ich werde wohl mitspielen müssen. Ah ja. Ich töte dich! Was war das denn? Gut so, weiter, gib mir was dein tolles Emoji. Das ist das! Ihr Weicheier, lasst ihn gewinnen! Ja, hilf mir doch jemand! Nimm das! Komm her, die will eine Fotobombe. Weiß auch nicht warum. Okay. Oh, das war der falsche Knopf. Das war effektiv. Mit großem E. Oh, das wird ein tolles Gift. Du hast sie. Du doch auch, du Lappen. Also laber doch keinen Müll. Scheiße, die Fotobombe. Na, der Perfektion. Dafür, dass wir keine Fotobombe benutzt haben. Durchschnittlich ist die Pizza, die man beim Netto kaufen kann. Wobei das noch die beste Tiefkühlpizza ist, die es gibt. Wie ich finde, Netto hat einfach die geilste Tiefkühlpizza. Und dann die schöne Wagner. Mmh, lecker. So. Das nächste Ding hier. Ich dachte, du hättest einen größeren. In letzter Zeit gab es ein paar echt üble Kommentare. Also gehen meine tollen Fans auf die Straße, um diese Hater aufzuspüren. Tolle Fans, irre entflohene Häftlinge, kommt aufs Gleiche raus. Ich muss dafür sorgen, dass nichts passiert. Na? Dieser Seite des Gitters gefällt's mir viel besser. Hi. Schwierig. Es nervt mich, dass du meine Fans fertig machst. Aber es freut mich, dass die News durch die Decke gehen. Ich töte dich. Ich weiß, ich hab noch mehr Fans da draußen. Zeigt euren Support. Jetzt. Yes. Live. Wo kommt der Sniper her? Den machen wir direkt weg. Wo ist er? Hey. Nur eine Frage der Zeit, Spinne. Achtung! Unterwegs. Sie und Hammerhead sind jetzt Kumpel? Achtung! Und da geht's lang. Was sind diese Nässe gemacht? Ihr Weicheier, lasst ihn gewinnen! Ich brech dir den Kiefer! Was zum... Hol mich hier raus! Technisch gesehen ist doch nur dein Foto. Okay. Kann mich nicht bewegen. Oh. Ich werde dich zerlegen. Oh. 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 Weg damit. Schnell weg damit. Da fiel die Fotobombe.
Hä? Was ist hier los? Ich kann kein Dings machen. Aha. So. Und für dich. Gut, aber ich kann's besser. Hier gibt's kein besser. So ein Scheiß. Ein Auftritt wie dieser, das schafft mir nie einen lukrativen Buchvertrag. Dann hast Pech gehabt. Ist eh kein verdient, Bitch. So. Werden wir tatsächlich noch die eine Folge vollkriegen, nur mit Aufgaben, die man hier machen kann. Und hüpp. Und rein da. Achtung, Einheit. Dann mal los! Spider-Iron-Man ist da. Iron Spider-Man? Ich glaube, Iron Spider-Man klingt besser. Ich bin bei Hammerheads Lager an der Upper East Side. Ich glaube nicht, dass er hier Sachen für seinen Online-Shop lagert. Viele Typen, die unauffällig herumwandern? Ja, hier ist alles dicht. Nicht mehr lange. Ich nehme alles, was du findest. Halt mich auf dem Laufenden. Hört sich gut an. Zeit zu sterben, Held! Guten Tag. Habt ihr das gesehen? Aua. Ganz schön mutig hier. Oh, da klingelt jemand. Und ich dachte, ihr verpackt in diesem Lager Hammerhead selbstgemachte Basteleien. Nein, wir machen jetzt nicht auf. Spider-Man, er darf dieselbe Technologie nicht kriegen. Wie viele Hammerhead-Schläger braucht man, um ein internationales Unternehmen zu beklauen? Das finden wir raus. Wo kam die andere Rakete her? Da oben. Hi. Tu ich doch. Ihr mit Raketen, ich mit meinem Körper. Also Körperanzug. Hä, was macht der denn da? Man weiß es nicht. Ich will das tun und er macht einfach was ganz anderes. Das ist nicht so verkehrt. Der Boss ist nicht hier. Wir müssen ihn selbst erledigen. Ihr glaubt, diese Schutzausrüstung passt über eure Anzüge? Wir werden ein Gesicht nicht einfinden lassen. Ich hab noch mehr Entschlüssel. Schieß los! Nein, nein, nicht hier, Jungs! Okay. Hammerhead ist von Watanabe besessen. Oh, ich hasse solche Internetstalker. Viele Versetzungspapiere. Sie hat ständig das Revier gewechselt. Die Magia war also nicht nur der Start ihrer Karriere. Sie war der Mittelpunkt ihrer Arbeit. Ganz genau. Sie hat 10 Jahre damit verbracht, jeden dubiosen Magia-Laden dicht zu machen. Es ist sich ziemlich beeindruckend. Das ist Yuri! Eine Bulldogge. Ich glaube, ich würde sie mögen. Bestimmt. Danke für die Info, MJ. Kein Thema. Ich schau mir das noch weiter an. Wir hören uns später. Was mit den Nebst auf! Oh. Wir werden ein Gesicht einschalten. So. Du bist nicht nett. Du bist nicht nett. Du bist nicht nett. Du bist auch nicht nett. Tötet ihn! Ach so, Mist! Shit.
Habt ihr schon mal über unauffälligere Verbrechen nachgedacht? Ein paar mehr davon und er ist erledigt! Wie macht er das? Puh. Kann. Bist du noch so ein Final Fantasy, ne? Und tschüss! Tschüss! Und au! Oh, schön! Shit. Okay. Ich bin weg. Scheiße. Wie soll ich den denn platt kriegen jetzt? Wie soll ich den denn platt kriegen? Schaffe ich denn auch? Wir haben noch mehr davon! Kannst du aufhören und den einfach mal da diesen scheiß Angriff machen, bitte? Alter. Alter, die sind echt schwer, was muss ich sagen? Okay, die Sable-Technologie hier wird Hammerhead schon mal nicht gegen mich einsetzen. Weil sie so viel fette Waffen haben, weißt du? Tonweise Sable-Server. Hoffentlich hat Hammerhead sie noch nicht geknackt. Da. Dann mal einsammeln. Und hüpp. Hey MJ, das hier war nicht nur Hammerheads Umschlagplatz für die Sable-Sachen. Hier stehen auch etliche Sable-Server. Ich habe aufgeräumt und ich habe noch eine Datei zum Entschlüsseln. Fantastisch, Pete, danke. Die Story kommt langsam ins Rollen. Schön zu hören. So, ja, da haben wir hier noch einen. Hep, und na, ob Screwball diesmal in den Knast kommt? Wo kommen die ganzen Verbrecher denn alle her? Auf dieser Seite des Gitters. Was? OMG! Das wird ein toller Kick fürs Internet! Ein gefälliges auf den Beinen! Aufgepasst! Danke, Spidey! Wir wollen mehr Fotobomben! Er hat Rick eingesponnen! Augen auf! Bam! Bam! Komm wieder runter! Und eins und zwei und drei. Tag, Jungs. Das ist jetzt unsere Stadt. Bleib mit den Typen. Wir kommen ganz oben auf den Hebelplatz. Jawohl. Hey, ich wollte gerade meine Waffe nehmen. Du bist eine Internetberühmtheit und du bist eine Internetberühmtheit
Autsch. Was sollen wir dagegen machen? Gar nichts. Ich mach hier YB, aber passiert manchmal einfach nichts. Läuft hat. Fast großartig. Das drucke ich mir auf eine Visitenkarte. Mann, meine Fans haben echt was Besseres verdient. Dann such dir einen anderen Actionhelden, du blöde Kuh. So. Es ist Iron Man. Nein, ich bin Spider-Man, du. Krüppelkeile, du. So, komm schon. You are not alone. I am here with you. Ich bin Michael Jackson eigentlich, weiß noch keiner. Oh. Nein, keine Zeit für Schießereien. Bescheißereien, keine Zeit. Da bin ich nicht für zu haben. Ich bin unbescheißbar. Die Straßen sind sicherer als jemals zuvor. Dank unseres unermüdlichen, schwingenden Wunders Spider-Man. Oh, war nur ein Witz. Die Straßen sind gefährlicher als jemals zuvor, weil anscheinend irgendwer Hammerheads idiotische Männer dazu gebracht hat, die Fahrbahnen während der Rush-Hour einfach aufzureißen. Offensichtlich glaubt Gangsterboss Hammerhead, dass sein Wunsch nach einer Rückkehr zu Sitte und Anstand nur Gehör findet, wenn er diese Stadt dem Erdboden gleich macht. Und während ich diesen Wunsch, offen gesagt, bewundernswert finde, so wie meine Ärztin bewundert, dass ich weniger Alkohol trinke, sind wir uns wohl alle einig, dass wir lieber früh und lebendig als spät und tot nach Hause kommen wollen. Aber Spider-Man scheint ja lieber aktiv der Mafia zu helfen. Spider-Man oder Spider-Gangster. Sie entscheiden. Das ist ein Spacko, ehrlich, der Typ, den kannst du echt nur in die Tonne hauen, ne? Dann mal los! Dann mal los! So. MJ, ich bin bei dem Laden in Harlem, der auf der Karte in der Bar ohne Namen markiert war. Sieht wie eine Werkstatt aus. Ah ja, in einer Magier-Werkstatt ist noch nie was Illegales passiert. Autsch. Vielleicht findest du da was über Hammerheads Pläne raus. Genau mein Gedanke. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich mach's mir leichter, wenn ich die Kerle ausschalte. Ah ja, ich soll sie lautlos. Fünf Stück lautlos, das versuchen wir jetzt mal. Okay, das hat nicht gut geklappt. Soll 10 Gegnern gleichzeitig einen Stromschlag verpassen. Könnt ihr mal alle zu mir kommen? Wir müssen einen Stromschlag-Gangbang machen. Höp. So, und mit dir fangen wir an. So. Ja, weiter, komm schon. Weiter geht's. Halt dich aus unseren Geschäften raus. So, komm mal her jetzt hier. Aua. Hat das jetzt gereicht oder nicht? Bin mir nicht sicher. Hey Jungs, kann ich helfen? Ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber ich lerne schnell. Der Boss will sein. Stärke fest. Aua. Das ist nicht gut. Hey, ich kann mich nicht
Feature-Valve. Ganze Geräte! Was ist denn los mit dir? Passiv-aggressiv hier. In Deckung! Zeit zu sterben, Held! Wofür bezahlt ihr was, euch Trottel? Ruf, wer von unseren Leuten? Anzüge in einer Autowerkstatt? Wir müssen uns wirklich mal über Arbeitskleidung unterhalten. Na? Guten Tag. Und hepp. Das ist nicht gut. Hier, für dich! Ein paar mehr davon und er ist erledigt! Oh. Idiot. Du Vollidiot. Jetzt aber. Sag mal, wer schießt denn da? Ihr da oben? Ihr seid ein bisschen nervig. Aua. Welche Anreize Hammerhead euch wohl bietet? Bezahlte Pausen? Bildungsurlaube? Peter, ich hab die dritte Datei entschlüsselt. Cool. Ich mache auch wichtige Sachen. Dann mach einfach damit weiter, während ich rede. Der Captain Yuri hat an Vorgeschichte. Ach du Scheiße, das ist so ein Dicker. Ja, hier sind alte Polizeiberichte. Wusstest du, dass schon ihr Opa ein Cop war? Ha, liegt in der Familie. Sieht so aus. Doch, ihr Vater... Ich wollte dahin. Dreh doch die Kamera nicht einfach rum, ey. Der geht mir richtig auf die Nüsse heute. Weißt du irgendwas über dieses Projekt Olymp? Klappe, Mann! Darüber reden wir nicht bei der Arbeit. Kaletti sagt, es ist was Okkultes. Das Aufwecken der Toten oder so. Oh, komm schon. Niemals. Das wäre doch nicht selbes Ziel. So eine Kacke, Alter. Ehrlich, ey. Bist schon fast fertig und dann so eine Kacke. Jetzt machen sich alle vor Angst in die Hose. Na ja, haben wir da wieder viel geschafft. Den Elektrostark-Scheiß haben wir auch nicht geschafft, ne? Zeit zu sterben, Held. Schnauze. Komm schon, kämpf her! Tue ich doch. Kann ich helfen? Ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber ich lerne schnell. In der Luft! Ich brech dir den Kiefer! Wow, nein! Und hepp, und hepp. Und hepp, und hepp. Du bist ein toter Mann! Du bist ein klebender Mann! Mehr von unseren Leuten. Anzüge in einer Autowerkstatt? Wir müssen uns wirklich mal über Arbeitskleidung unterhalten. Und mich hier raus! Welch ein Clown. Was zum Teufel? Da kommt der Dicke. Sofort hierher! Ich habe mich gefragt, welche Anreiz für Hammerhead euch wohl bietet. Bezahlte Pausen? Teambildungsurlaube?
Jetzt bist du dran! Peter, ich habe die dritte Datei entschlüsselt. Cool! Ich mache auch wichtige Sachen. Dann mach einfach damit weiter, während ich rede. Der Captain Yuri hat anscheinend eine Vorgeschichte. Wer nicht? Ja, hier sind alte Polizeiberichte. Wusstest du, dass schon ihr Opa ein Cop war? Ha! Liegt in der Familie! Sieht so aus. Doch ihr Vater war nicht lange Cop. Er ließ sich schmieren, wurde angeklagt und verurteilt. Magier-Schmiergeld. Ein korrupter Cop? Wie er im Buche steht. Mir scheint, dass die Fehler ihres Vaters ausbügeln und gleichzeitig die Magier vernichten will. Heftig! Kein Wunder, dass sie so verbissen ist! Ja. Ich weiß, ich soll über Hammerhead Geschäfte schreiben, aber diese Story ist ziemlich verlockend. Ruf mich bald zurück. Mach ihn fertig! Mach das mit den Netzen fertig! So ein Mist! Wenn ich fertig mit dir bin, zieh sie dich von den Wänden! Lass mal ein bisschen hier uns heilen. Und hüpp! Au! Freundchen. Achtung vor den Netzen! Der Teufel! Er darf hier nicht lebend rauskommen! Ich glaube, mir reicht's jetzt. Ich will den Geschäftsführer sprechen. Ehrlich mal. Was hier für ein Saftladen. Ah, so einer wieder. Aber direkt ausgeschaltet. So gehört sich das. Für euch. Noch so einer? Oh Gott. Jetzt reicht ihr. Nervt ein bisschen, ihr Vollidioten. Das war der letzte. Mal sehen, was im Hauptbüro ist. Dankeschön. Und runter geht's auch noch weiter. Hier jeden Tag zu arbeiten? Auch eine Art Geld zu verdienen. Ich bin hier fertig. Ich schicke dir die letzte Datei und... Das musst du nicht. Ich weiß bereits, was da drin steht. Wirklich? Hammerhead ist nicht der Einzige, der an Dateien kommt, die er nicht haben sollte. Aha. Yuri wurde abgemahnt. Sehr oft. Sie ist komplett auf Hammerhead und die Magier fixiert. Sie folgt dem Protokoll nicht mehr. Es sieht nicht gut für sie aus. Glücklicherweise hat sie auch Unterstützer. Ja. Hör zu, Peter. Diese Story zieht besser als die Hammerhead-Läden. Ich muss das bringen. Ja, ich weiß das. Ich weiß. Okay. Ich schulde dir was dafür. Und ich hoffe das Beste für deine Freundin. Danke, MJ. Ich auch. Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt über Yuri. Das habe ich nicht erwartet. Hier muss ich wieder leise alles töten, ja? Vermutlich Magia-Beteiligung. Verfügbare Officer nach Ich muss schnell und leise sein. Du wirst sehr, sehr müde. Oh, es ist spannend. Wird Spider-Man geschnappt? Wird die Geisel überleben? Die Fans wollen es wissen. Du kannst das einfach nicht. Oder, Spidey? Deine Mutter kann das einfach nicht. Oder, Affenkind?
Komm, quatsch mich nicht voll, Alter. Wenn sie mich sehen, ist die Geisel tot. Einer weniger. Noch viele übrig. Jetzt gibt's ne Fotobombe. Da war wohl nicht. Technisch gesehen ist das wohl ein Foto. Fotobombe! Verfehl sie nicht! Ach so. Da oben drauf auch, ja? Ich dachte, die zielen auf den Boden. Oh. Ja, gut. Komm, lass mich doch einfach anfangen, bitte. Ich, ehrlich, dass man dann immer wieder bestätigen muss, was man da tut. Ja, das ist einfach so dumm. Und dann noch die dummen Kommentare dabei, ne? Die triggert mich ja 180%, ey. Wenn sie mich sehen, ist die Geisel tot. Sie sind so süß, wenn sie lahmgelegt sind. Oh, es ist spannend. Wird Spider-Man geschnappt? Wird die Geisel überleben? Die Fans wollen es wissen. Oh, wie konnte er das nicht an? Du hast es an dir. Und denk dran, Leute, später gibt's noch ein AMA, also haltet eure Fragen bereit. Sorry, hast du die Fotobombe absichtlich verfehlt? Jetzt bin ich echt traurig. Also wir haben nur noch. Bombe! Haben nur noch 3 Minuten hier Zeit. Hey Leute, hier ist die freundliche Screwball aus der Nachbarschaft. Wenn es euch gefallen hat, klickt auf Teilen und sagt euren Freunden. Funktioniert so, warte mal, sind die jetzt zwei oder einer? Sind die Knarren echt? Guck weiter zu, Sparky, dann siehst du's. Lass dich nicht stören. So, und jetzt haben wir nur noch den einen da unten, ne? Das heißt ja, eigentlich müsste ich den doch so fertig machen können und dann ist das Thema durch. Das war's. Das war selbst meiner Webcam zu peinlich. Tja. Das war's. Der manipulierte Code ist Crewbot Trojaner. Ich habe genug Daten gesammelt, um ihren Standort aufzuspüren. Hab sie. Hey, Screwball. Ich komme, um dir den Puppi zu versohlen. Aber erstmal speichern wir. 8%, okay. Denn ich versuche einen Schnellreisepunkt zu machen hier. Vielleicht stürzt das Spiel ja mal nicht ab. Sieht gut aus. Von wem? Man darf nicht einfach Fotos machen, ohne zu fragen. DSGVO und so. Hä? Streamt hier jemand? Okay, gut. Ich muss vermutlich einfach nur... Was zum... Ah, OMG, OMG, du solltest dein Gesicht sehen. Du bist nicht hier, hätte ich mir denken können. Deine Code-Manipulation.
Gratulation war süß. Aber hast du echt gedacht, du könntest mich, die Minenkönigin, so leicht schnappen? Ich hatte es gehofft. L.O.L., Spidey. Du weißt, ich bin Spidey-Fan numero uno. Aber wenn wir uns im RL treffen, wie soll je Staffel 3 entstehen? Vielleicht einfach gar nicht? Sei doch nicht so. Wir sehen uns sicher bald. Viel Spaß bei der Abschlussparty, Spidey. Welche Abschlussparty? Wer hat euch denn eingeladen? Ihr seid doch die Typen, die nie eingeladen werden auf eine Party. Erzählt doch nicht. Geht im Knast überhaupt rein? Lasst euch nicht einspinnen! Und tschüss. Und tschüss. Und heute nicht mal aus. Genau. Sehe ich auch so. Einfach mal nix mit Internet für euch. Das ist das! Gefälligst auf den Beinen! Was macht er? Ich schieße ihn in Stücke! Kämpf mir einmal! Und hep, und hep, und hep, und hep, und für dich ein Schild auf dem Kopf. Verdammt, das Zeug ist stabil. Ich glaube, das war's jetzt mit Screwball fürs Erste. Ich muss rauskriegen, wie ich sie finden kann. Oder sie wird nicht nur das Internet sprengen. Okay. Das war das Staffelfinale von Screwball. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem DLC, nicht mit dem Spiel, da kommt noch was. Kampagnenfortschritt 81%. Jetzt fehlen halt tatsächlich nur noch diese Verbrechensmissionen. Wie viel haben wir denn hier? Also hier unten ist schon mal gar nichts. Hier ist auch nichts. Hier sind 5. Hier sind 5. Hier ist nichts. Hier sind 2, hier sind 5. Weißt du was? Die mache ich aber ohne euch und dann gucken wir uns das neue Kostüm an. Huch. Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren, einfach hier drauf smashen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hau rein, ciao.